Ach, mit den Dingern kann ich leben. Boah, die sind mit dem Geschrei aber nicht. Hey, kann ich doch nicht mit den Gegnern leben. Boah, das ist ja ein krasses Geräusch. War ja fertig. Ich zieh jetzt erstmal wieder fette Rüstung an. Krass, ey. Woher habe ich die mal so easy peasy gekillt? Und die kamen nicht zum Angreifen. Wenn die erstmal zum Angreifen kommen, sind die doch ganz schön scheiße. Geräusche in diesem Spiel, ey, boah. Okay, die kämpfen da. Okay.
dachte, ja, wo lang? Gehen wir jetzt hier weiter? Oder da, wo die gekämpft haben. Das ist ein Item. Geh zum Item. Problem ist jetzt so ein bisschen kein Giftwiderstand krempeln und ich mag mich auch nicht nochmal umziehen. Das war knapp. Homeward Bone. Die sind überkrass. Dieses Springen macht so krass Damage. Ach Gott, holen wir uns jetzt die Seelen wieder? Sagen ja. Ich benutze jetzt aber nicht wieder ein Ember. Oh Gott, der Ding kommt jetzt. In dem Homeward Board. Oh Gott. Ich glaube, das ist Zeit für ein Getränk. Ach du Scheiße, ist schon spät. Ja, einen Moment.
So, Prost. Na, jetzt ist so ein bisschen die Frage. Da weiter, da weiter. Na, ich bin jetzt immer noch ein Ember. Wir sind gerade irgendwie eine Stunde oder so durchgekommen, ohne zu sterben und dann direkt dreimal miteinander. Aber wenn man eine zweistellige Anzahl hat von Ember, dann finde ich, kann man auch die einfach einsetzen. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist. Wahrscheinlich. Aber die erinnern mich extrem an die Viecher im ersten Teil. Du Scheiße, wie fällt denn das Viech aus? Haben doch schon mal gegen solche gekämpft. Ich dachte schon, gerade Ember benutzen, wir werden jetzt direkt wieder sterben. Great Magic Weapon. Ja, ich weiß, wo wir sind. Da ist der schwarze Ritter. Das ist eine ganz gute Abkürzung, von da ist es, ja, wobei, wir haben ja direkt da ein Bonfire, ich wüsste jetzt nicht, warum man da durch sollte. Aber schön zu sehen, wie sich da wieder alles zusammenfügt. Holen wir uns ein Level? Ich glaube ja. Welcomes. Very well. Then talk hick no. Damage! Farewell, Ashen. Krass, denn war dieses ganze Ding mit dem Old Wolf wirklich, ja, einfach nur so ein Extra mit dem Boss und den Waffen, und den Waffen-Upgrades. Ziemlich cool. Da sind wir quasi jetzt einen Tick stärker, als wir eigentlich hier sein sollten. So, kämpfen die gleich da gegeneinander? Sind es die, die das Schaden genommen haben? Ah, krass, die laufen ja durch und killen die alle. Und
ich krieg die Seelen. Und sogar die Items, die da liegen. Das daneben gehen. Krass, die laufen einfach durch den Köln alle. Finde ich gut. Na dann. Ja, nichts mehr. Dark Sword. Ist eine Arena oder sowas da drin? Was? Sache, er springt nicht. Oben ist noch ein Item. Hui. Pitch Black Straight Sword of the Dark Race, Survivor of the Land Swallowed by Darkness. The Dark Race were the first Red Orb Invaders and originators of a unique sword technique inspired by their thick broad blades. Stomp. Ja, das ist, glaube ich, ganz ordentlich stark. Aber wir benutzen kein Schwert. Es gibt irgendwie auch keine Waffe, die besser skaliert als die ich jetzt habe. Also klar, wir haben Upgrades gemacht. Aber die Upgrades sind jetzt nicht so super krass, was diesen Attributbonus angeht. Ich glaube, C und C hatte die Waffe schon. Wobei, ja, das Upgrade auf Refine könnte den Unterschied gemacht haben. Ja, wahrscheinlich macht es den Unterschied. Bosskampf. Das ist der Typ, der bei uns. Oder die sehen ja auch alle gleich aus. Der bei uns im Firelink Shrine ist. Man hat so Ankündigungen jedenfalls bei Bossen, wie bei Leuten, mit denen man einfach nur reden kann. Wow!
Das war's. Das war's noch nicht. Das wäre auch ein bisschen einfach gewesen. Aber ich freue mich auch über einen leichten Bosskampf. Und noch mal mehr Feuerwiderstand. Weil ich ordentlich Damage mache. Wow. Cinders of the Lord. Soul of the Blood of the Wolf. Das war ziemlich krass jetzt. Das war ziemlich krass, aber ich mache einfach unfassbar viel Damage. Ich mache alles auf E-Skill, alles auf Damage. Damage! Ja, die Musik ist super in dem Spiel. Ich hoffe, es ist nicht zu laut für euch. Ich hoffe, das geht immer. Wow, so. The blood was spread amongst the Abyss Watchers and their souls are one with the soul of the Wolf Blood Master. Tja, und was ist das, was wir hier noch gefunden haben? Cinders of the Lord. The lords will not return to their thrones themselves, so let them return as cinders. The watchers of the abyss swore upon their shared wolf's blood, which also served as their mandate as lords. Alles gut, okay. Das war... Also freut mich, dass es so gut funktioniert hat. Aber das war schon richtig krass. Zumal wie cool der auch einfach aussah. Das Feuer um ihn rum. Ach du Scheiße. Uff. Okay, erstmal kurz zurück. Ja, ja. Ja, super krass. Ich wette, dass ich mir gleich eine von den beiden Waffen aussuchen kann, um sie herzustellen. Man bekommt von den Bossen halt immer solche Seelen und die kann man dann
entweder aktivieren für Erfahrungspunkte, also halt diese Anzahl unten rechts, oder man kann sie tauschen gegen eine Waffe. Ah, I know you. Been some time. I just dropped in to see how she's getting on. Now, what are you playing at with this circus? This cesspool of doddering old folk and degenerates. Couldn't be better. She must fit in perfectly here. Ja, was willst du denn hier, wenn es dir nicht gefällt? Hold up. This place is a cesspool, couldn't. Puh. Noch mal gucken, wer ist denn die anderen Typen noch mal? Das ist King Lothric. Watchers of the Abyss. Das sind doch die, die ich jetzt gekillt habe. Kann man die jetzt da hinzufügen? Yes! Als Totenköpfe. Verkohlt auf dem Thron. So, und der tauscht die Waffen. Thou returned, and a fine day it is. So. Happened upon any twisted souls? Boulder Heath? Achso, der Stray Demon, den habe ich auch noch gekillt. Okay, den habe ich auch noch. Wolf's Knight's Greatsword. Greatsword of a Knight tainted by the dark. Of the Abyss and Master of the Wolf's Blood of Farron. The Wolf Knight was the first Abyss Watcher and the sword is more punishing against creations of the Abyss. Oder das Farron Greatsword. Which is typically paired with an unusual dagger. Dagger is utilized as a wedge in the left hand, while the Greatsword is held on the right, a unique technique. It was synonymous with the Undead Legion. Genau, davon muss ich mir eins aussuchen. Havel's Ring! Ah! A Ring of Warriors, keen on heavy accoutrements, increased maximum quick load. This ring was named after Havel the Rock, the battlefield compatriot of Gwyn, the First Lord. The art of war has been a constant since the ancient past, and those who would follow in Havel's footsteps are no fewer than in his own day. Ja, Havel's Ring nehmen wir auf jeden Fall. Und jetzt ist die Frage, Wolf Knight Greatsword oder Farron Greatsword? Ja, da ich keine Lust habe, glaube ich, dafür 10.000 Seelen auszugeben, will ich das Farron Greatsword wählen. No.
Wie viel Unterschied macht Havels Ring? Jetzt können wir 51 Kilo nehmen, dann 58,6. Ist wahrscheinlich ein Prozentsatz, also sowas wie 15% mehr oder sowas. Brauchen wir aktuell nicht, aber sehr cool. Das Schwert probiere ich auf jeden Fall mal eben aus. Sau cool, ey. Ja, es war keine Peitsche, sondern war ein Dagger. Ja, ist nicht so mein die Art von Waffen, die ich gerne benutze, aber sah wahrscheinlich nur so aus, weil es halt dieses Feuer hinter sich herzog. Ja, dann haben wir quasi den einen, wir sollen die quasi zurückbringen auf die ihren Thron. Dann haben wir den einen jetzt vollbracht. Welcome home, Ashen One. Speak thine. Very well, then tut hicken up. Damage! Farewell, Ashen One. Ich weiß halt immer nicht, ob ich mich mit denen noch irgendwie unterhalten muss, um deren Storyline vorwärts zu bringen. Oh, Champion, do you wish to hear a tale? You know, in Iowa, but if I had a... So that's how they're delivered to their thrones. I pity the sorry souls. Is that really Lordship's last reward? Bei Cinder muss ich immer an Long Dark denken, weil da braucht man ja dauernd Zunder. Ah, for helping them find their final resting place. I pity the sorry. Und hier ist es halt alles so mythisch gemeint, also das sind halt die Lords of Cinder, um das Feuer wieder zu entfachen. So, was macht dieser Ring, den wir jetzt bekommen haben? Ah, okay. Given to undead legion of Faerun, the Abyss Watchers, for their hunting required a sword technique that went beyond any existing art. Both blood provided just that, and this ring further extends the effect. Dann gucken wir uns mal dieses Grabmal an.